wir haben jetzt hier eine ganze Menge zum Saubermachen, muss ich mir schon anhören. Hey, so geil. Das ist hier alles. Ich habe immer ein bisschen Mitleid mit euch da unten. Warum? Weil es so teuer ist. Ach so. Weißt du? Ja, Häuser bauen ist teuer. Ja. Ja, aber hier im Norden, wir leben ja schon seit 20 Jahren auf dem Bitcoin-Standard. Deshalb kann ich das nicht verstehen. Unser Geld ist noch was wert hier. Ja, wir putzen jetzt gerade auf jeden Fall die Seite. Ja, wir müssen uns ranhalten. Was machst du da jetzt Schönes, Philipp? Ich mache jetzt hier diesen hochwertigen Aufkleber aus. Der ist echt hochwertig. Wow. Schön, ne? Ja. Ja, film mich mal, mir ist eh zu kalt, weil wir so harte arbeiten. Wow, aber das Baby glänzt, das glänzt. Geil. Philipp, oh, so macht man das richtig. Du putzt und ich guck zu. Wir haben gerade richtig... Ah! Das Zeug, was sie tatsächlich auch in die Oder gekippt haben in Polen. Da sterben die ganzen Fische da. Aber wann war das? Prost. Wann haben die es reingeschüttet? Was? Wann wurde es reingeschüttet? Schon länger her oder jetzt? Gestern. Keine Ahnung, wann das reingeschüttet wurde. Ja, aber wann hast du mitbekommen, oder? Nee. Haben sie gar nichts. Die haben ja gar nichts rausgefunden. Ja, geht gut voran. Das Auto war noch nie so sauber wie jetzt. Glaube ich. Muss ja noch ein bisschen was gemacht werden. Man kann es immer noch nicht realisieren. Noch ist ja noch gar nichts passiert. Aber ja, langsam weiß man ja, was abgeht wahrscheinlich. Junge, sieht so sexy aus. Hui. Das Auto glänzt. Hui. Jetzt geht's trinken und essen und Bitcoin. Und das ist dein Auto, ach geil. Bitcoin accepted. Können wir aus dem Polen festhalten. Geil. Wir können ja auch sparen hier, ne? Haben wir mitgedruckt. Da war noch so ein Streifen übrig und dann haben geil. Wir. Geil. Frau hier auch. Oh, bei dir ist der Tankdeckel offen, Chef. Ach so, das hab ich vergessen. Was hier, Chef. Prost. Ja, Prost. Orange Pill von Ding. Ja. Zitadelle noch. Bio Matcha. Kostet extra Bio-Matcha. Matcha ist schon teuer. Oh, verschüttel nicht alles. Verschüttel nicht alles. Und schmeckt? Oh ja, der ist geil. Der ist wirklich geil. Und die sind auch nicht mal Sponsoren vom Van. Muss ich mal organisieren. Ja. Das muss ich aber ändern, du. Boah, der ist richtig lecker. Also kein Scheiß. Maschallah. Die Übergabe? Hier. Ist das was? Der BTC-Honig. Oh Mann, davon habe ich ja immer geträumt. Echt? Freust du dich oder nur gefaked? Nein, der BTC-Honig, der ist ja legendär. Kennst du den? Ich habe das schon mal gesehen, ich wollte auch mal kaufen, aber ich habe es nicht gemacht und jetzt kriege ich den von dir geschenkt. Mhm. Wie geil ist das denn, oder? Geil, oder? Freust du dich? Da freue ich mich. Ja, weil er hat mir gesagt, ich muss mindestens eine Fingerspitze probieren. Probier's jetzt schon so. Ja. Mit den dreckigen Fingern. Mm. Ist ja wirklich von den Bienen oder ist das vielleicht einfach nur Agavendicksaft? Nee, das ist von Bienen. Schmeckt man das raus? Das schmeckt man raus. Okay, von den Bitcoin-Bienen, die sind besonders gut. Die sind besonders fleißig. Ja, das stimmt. Und der ist auch, das wissen ja die wenigsten, aber der Honig ist ja wirklich proof of work. Ja, das ist ja wirklich so, ja. Ne? Geil. Oh, geil. Dankeschön. Gerne. Das ist nice. Ich habe ja nicht zwei gekauft. Ja, stimmt. Steht sogar eins drauf. Stimmt. I love Lushi. Erzähl, dann machen wir dann unsere Bitcoin-Adresse. Jedes Mal, wenn einer daneben will, kriegen wir das. Alter, schön. Ich bin das nicht hier. Ich bin der Anfänger. Ich kenne das eigentlich gar nicht. Ich mache das jetzt nur. Hey, ach so, hast du davon noch welche? Nee. Nee. Willst du mich verarschen? Eigentlich. War das überhaupt sauber genug, Philipp? Weiß ich nicht, du hast es sauber gemacht. Alter, lass mich nicht so im Regen stehen, Alter. Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Also, du hast es sauber gemacht. Ja. Warum nimmst du da keine Kreditkarte? Weil die Kreditkarte zu scharf kann die jetzt. Ah. Alter, Philipp, was machst du denn da? Da sind ja Wellen drin. Ja, sind Wellen drin.
Das geht alles noch raus, Mann. Ach, das sieht geht alles noch. Das sagen die anderen auch immer. Hier ist es scheiße. Oh. Das kaputt. Chef. Oh, scheiße. Ah. Ich will alles nochmal machen. Echt? Nicht so schlimm. Nee, ist nicht so schlimm. Joke, dass er hier einfach die Sachen macht, obwohl er keine Ahnung hat, gell, Philipp? Ich hab keine Ahnung. Also ich wäre nicht, so selbstbewusst. Also ich hätte noch nichts hingeklebt. Ich hätte mir erstmal noch eine halbe Stunde drum überlegt und hätte es dann in 4 Stunden angefangen. Ich hatte schon Bitcoin, da war der noch flüssig. Das stimmt sozusagen. Was sind das hier drauf? Schwabenschamhaare. Ja, genau. Die sind besonders weich. Ja, das merkt man auch. Also wenn du die Haare anfasst, das ist was ganz Besonderes bei den Schwaben. Und was hat es gekostet, die Schwabenschamhaare? Die sind momentan natürlich aufgrund der Inflation im Schwabenland sehr teuer. Aber für mich nur das Beste, gell? Für dich nur das Beste, ne? Ja. Du musst dann auch selber. Oh, geil. Philipp, jetzt ist Druck. Druck da auf der Leitung. Du hast gesagt, ich soll Scheiße labern. Ja, labern mal ein bisschen Scheiße. Ja. Neulich einen guten Shitcoin entdeckt. Ja? Der Euro. Den Euro? Ja. Hast du gleich gekauft? Ich habe tatsächlich unendlich. Unendlich? Ja. Oh Gott. Ja, oh, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Das haben wir verkackt. Um Gottes Willen. Ach, um Gottes. Oh. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, das kriegen wir nur mit Fusch hin. Fusch ist nicht gut. Fusch ist mein Auto schon gewohnt, aber das können wir bei dem nicht machen. Ich schneide einfach ein Stück vom Auto raus und setze das woanders an. Jetzt soll ich es rausflexen? Soll ich die Flex holen kurz? Ja. Wir lassen das DE einfach weg an der Stelle. Machen komm. Machen nur das E hin. Guck mal, so. Ja. Dann ist Punkt E. Punkt E, ja. Punkt passt e. doch. Wie Energy, oder? Ja, wo ist der Energy Drink? Ja. Brauchen wir ein bisschen mehr. Okay, das ist schon krank, oder? Hier siehst du halt jetzt dieses Ding dann, ne? Ja. Alter. Schon mega nice. Die Grafik ist auch gut. Also, alter Schwede. Muss man ihr auch sagen, hat es so schön gemacht. Scheiße, ey. Junge, das ist geisteskrank. Jetzt ist fertig, kannst losfahren. Ich hab keinen Spiegel dran. Alter, scheiße, es ist riesig. Ich komm nicht so oft da, ey. Wer ist da, Alter, Philipp? Guck mal, warte, ich stell's aber nach. Schnell. Ja, hier, ich lauf jetzt auch. Ja, lauf mal. Soll ich dir was helfen, Mike? Dann schreit schon. Was hast du gelernt? Pixelschubser. Pixelschubser. Oh, geil. Schon verkackt wieder. Naja, 21 ist auch nicht wichtig, gell? Nee, das können wir ruhig so ein bisschen. Die haben ja nichts gezahlt. Deck Sets with Pocket. Ist fertig, ist dran. Ist gut? Ja, passt, so lassen wir so. Ich will mir erzählen, da ist eine riesen Mole. Da ist eine Mole und die ist abgesackt und der Leuchtturm da drauf ist jetzt schief. Und das wird uns hier den ganzen Tag erzählen. Und weißt du es jetzt schon, dass es schief ist oder nicht? Bitte? Ist jetzt schon angekommen, dass es schief ist oder noch nicht? Ist angekommen. So, ich filme, was sieht gut aus? So lassen wir es. Sind schon drauf. Jetzt gibt es schön Dr. Pepper. Cherry. Alle reden sie mich runter, nur der Mike nicht, der grinst nur heimlich. Ja. Das macht es nicht besser. So, hier. Team Satoshi. Du brauchst auch ein paar Sportklamotten in Team Satoshi. Hä, Philipp? Was? Du brauchst auch ein paar Team Satoshi-Klamotten. Willst du mal meinen M-Probe anziehen? Ich zieh mal dein M an. Ja, soll ich es dir geben? Das ist aber nicht gewaschen. Du weißt nicht mal, was du da machst, gell? Ich hab keine Ahnung, Alter. Das ist einfach das beste Werbevideo ever für euch, gell? Ich hab keinen. Ey, für einen guten Zweck.
Bitcoin für die Welt. Bitcoin für die Welt. Boah, das bräuchten wir ja noch. Ey, ich muss sagen, also die Aufkleber haben schon was. Wir könnten eigentlich noch mehr draufballern, gell? Einfach unendlich Aufkleber da. Ui, Philipp. Ey, ich schwör's dir, du bist einer der sympathischsten Bitcoiner ever. Ich mag dich jetzt schon. Ich hab dich jetzt schon in mein Herz geschlossen. Dann kommst du nochmal vorbei später, ne? Für Salto, genau. Zum Kassenbuch austragen. Ja, ja. Oh, Schön. So, jetzt muss ich das nochmal ein bisschen. Ich hol dir den Sackhaarkratzer. Der Philipp, der nichts kann, meinst du, gell? Der Große, der nichts. Wir sind ja auch nur Leute, die nichts können. Ja, wir hoffen. Also, spätestens nach 2 Monaten muss man sich als totaler Reinfall entpuppen hier. Das muss mal wieder gehen. Aber könnt ihr mir Schweizer Gehalt zahlen? Dann komme ich. Nee. Scheiße. Gehalt gibt's hier gar nicht. Ach so. Mach mal Bier. Das ist im Norden normal, gell? Das ist mir schon aufgefallen. Bei uns gab es mal im Geschäft einen Bierautomat, den gab es nicht mehr. Nee? Nee. Den haben die, glaube ich, ein paar Jahre vorher aufgehört, aber die stand noch rum. Ey, aber könnt ihr mein Auto immer so putzen? Du hast es doch geputzt. Ja, ich weiß. Das sieht immer gut aus. Alter, bin ich gespannt, wie das hier oben ausschauen wird. Oh, das sieht so geil aus jetzt schon. Schon 21. Und Chef, mach's richtig. Alles falsch gemacht, ja. Das ist wieder perfekt. Hier ist irgendwas mit diesem Laminat nicht in Ordnung hier. Und wie ist die Stimmung, Philipp? Hey, Mann. Wie die Stimmung ist, Philipp? Was? Ich komme einfach nicht auf klar, Mann. Ich habe jetzt Sunny kennengelernt auf einem Event in der Schweiz. Und ich habe gerade erst gesehen, einfach 5 Tage später, dass er mir geschrieben hat, was morgen noch geht in der Zitadelle. Und ich habe ihn heute zurückgeantwortet. Und ich habe es einfach nicht gesehen. Es tut mir so leid auch. Ich habe mich so gefreut, ihn nochmal zu sehen. Oh Mann, richtig krank. Die werden mir die neuen Geschäftsideen gezeigt. Ja, zeig mal her. Das ist ja Sündwahl-Konditorei. Und das ist nicht zum Essen. Nee. Ja, ihr könnt ja mal überlegen. Ja, guck mal, Currywurst Pommes. Alter Schwede, geil. Ich glaube, die bestelle ich mir. Alter, wir haben auf jeden Fall Spaß unseres Lebens. Ich wette, diese Pommes hier, die macht den Unterschied, oder? Boah, guck mal. Wie macht der Unterschied? Alter, hat er das mal getestet? Natürlich, du kannst auch in Hamburg im Spiel. Kann ich es testen und zurückschicken, wenn es mir nicht gefällt? Das glaube ich nicht. Scheiße, bei Amazon geht das. Wir haben gerade ein bisschen Probleme, weil es ein bisschen zu warm ist. Das liegt sicherlich am Van, weil der einfach zu heiß ist und nicht am Wetter. Dass die Folie zu sehr am Fahrzeug klebt, obwohl sie halt noch nicht kleben soll. Und ja, aber an sich, boah, Junge, ich bin schon richtig happy, auch wenn ich richtig müde bin. Hier. Zack, Hotel Princess, Bitcoin Hotel Number One. Pocket, let's fucking go. Und dann hier oben noch. Team Santoshi. Dann hier hinten auch nochmal 21. Ich werde es euch eh noch 1 Million mal sagen, glaube ich. Ui. Fuck. Das sieht nur aus, als ob das eine. Das sieht aus, als ob es eine arme vegane Pizza, ja. So, wo ist deine? Das ist auch meine. Das ist auch deine. Geil. Ah nein, nein, was machst du denn? Das fällt runter, Philipp. Du bist komplett krank. Was machst du denn da drauf? Das löffelt ja raus. Junge, so kann man auch keine Pizza essen, Mann. Die ist ja noch nicht mal geschnitten, Philipp. Ja, die muss jetzt. Oh nee, ey, sowas kann ich ja gar nicht. Das sind die Veganer einfach. Die kriegen 2 Pizzas, ihr kriegt nur eine. Ihr seid richtige Opfer. So, jetzt geht's zur Fiat-Welt, gell? Zur Bank geht's. Zur Bank. Zur Bank. So, in der Zeit müssen andere arbeiten, wir gehen schön zur Bank. Wieso meinst du, dass es nicht echt sein kann? Ja, keine Ahnung, weil es zu krass ist. Finde ich. Denn? Ja, einfach alles um. Weiß nicht. Natürlich habe ich auch Sorgen oder so, aber an sich läuft alles mega gut. Extra hergekommen nur für das Getränk. Geil.
Tolles Marsch, jetzt zeig mal. Jetzt kriegst du ein Auge. Alter, doch nicht auf meine Lackierung! Jetzt ist da ein Kratzer. Oh nein, scheiße. Danke dir fürs Aufmachen, Mais. Können wir alles wieder runter machen. Die eine, die ich angeklebt habe, ist die 1105, die normale. Und daneben die Speedmaster. Und was machst du Schönes? Ich dachte, du ziehst dich jetzt aus für mich. Hier ist meine. Heute Abend dann. Und ein bisschen so ringsrum hier. Und wenn die einfach da eingeschlagen und fertig, oder? Ich kenne mich da nicht aus. Ich auch nicht, keine Ahnung. Mach mal hier. Zeig mal, was du hier Schönes machst. Hier, schön donaten, Jungs. Und hier schön kontaktiert uns. Oder mich. Kontakt us. Ich will euch nur Kühlschränke verkaufen. Ey, ich dachte gerade, warum leuchten meine Sprinterlichter orange? So, jetzt ernst, jetzt wird gefilmt. Jetzt mal. Komm, zeig uns, erklär mal, was du da Schönes machst. Ich weiß auch gar nicht, was ich mache. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Das kommt da jetzt rein. Ja, das kleben wir da jetzt gleich einmal drauf und dann. Ich habe aber auch keine Ahnung mehr. Ich bin da auch nur ein Pixelschubser eigentlich. Ein Pixelschubser. Mike, der könnte das super geil machen, aber jetzt mache ich es und jetzt wird es halt nur sehen. Hier, die Farbe könnten wir auch noch drauf machen auf mein Auto. Ja? Das wird gut aussehen. So, hier oben soll es das sichtbar sein. Das ist egal. Geht das hier? Welches ist sichtbar? Stimmt mal ab. Das hier? Oder das hier? Boah, Delfin ist schon cool. Delfin willst du lieber sehen. Ja, wir haben beides, ja. Wir können ja beides machen. Ja. So. Und dann, wo willst du den hinhaben? Den kleben wir jetzt so aufs Auto drauf. Natürlich. Alter Schwede, ich glaube, die klauen mir einfach das Auto dadurch. Wo stell mal vor, die machen es einfach kaputt. Ja, warte. Auf die Tür als einziges so, den Delfin so drauf. Nein. Doch. Boah, warte, wo könnte es Sinn machen? Hier hin, oder? Hier hin, falls ich es wegmachen will. Junge, ist das scheiße, Mann. Ja. Was hast denn du gemacht, Philipp? Alter. Na, das kannst du. Sehe, wie das aussieht. So. Hey, das hat schon was, oder? Ja, richtig geil. Das hätten wir über eine dreckige Stelle machen sollen. So, jetzt ist der Film immer sicher. Wir labern die ganze Zeit und er muss arbeiten. Schon unfair, das Leben. Das Leben ist nicht unfair. Achso, weil wir so fleißig waren im Leben, gell? Du nicht, aber ich. Oha. Ich war immer sehr fleißig. Ja? Ich war auch artig. Wirklich? Ja. Du hast gegessen, hallo. Mir hat jemand erzählt, er hat Weihnachtsmann gespielt und hat 100 Euro von einer alten Frau dafür bekommen, dass er Weihnachtsmann gespielt hat, eine Stunde. Du hast die Bildzeitung ausgetragen? Ja, da gab es auch. Mach wirklich Trinkgeld. Oh, ich glaube, ich fange wieder an zu arbeiten. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich sehe aus, als könnte ich arbeiten. Ich schaffe es noch nicht mal, um 8 Uhr aufzustehen. Also ich hätte es nicht so gut hinbekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht. Mike, du hast es drauf. Ja, das sind die wahren Meister, die sich nicht loben. Der genießt immer nur und schweigt. Genau, das stimmt. Das ist wirklich er. Der angenehmste Zeitgenosse. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Erkennt man nicht. Ist es? Ich habe gesagt dezent. Ist dezent, oder? Mega dezent. Alter Schwede, ist das riesig. Fucking shit. Alter Schwede. Ich komme einfach nicht auf mein Leben klar. Schon mal so ein großes, so ein schönes. So ein schönes Motiv. Also findest du das wirklich schön, ja, oder? Ja. Schon special. Kommt einfach nicht auf dem Handy rüber. Ihr müsst herkommen und Fotos machen vom Auto.
Jeder Bitcoiner, der damit ein Foto macht, ist ein richtiger Bitcoiner. Immer ein Selfie an dem Van, oder? Du musst immer das Lied hier ranhalten, auf dem Weg zu Bitcoin, damit du auch richtig geil. Scheiße, ey, was erlebe ich in meinem Leben, Alter? Verdammte Scheiße, Mann. Digga, ist das fucking krass. Ey, ich kann nicht mehr, Philipp. Alter, ich schwör's, ich muss meine Emotionen gerade ein bisschen teilen. Es ist so krank einfach. Ich komme nicht drauf klar, wie fucking geil das einfach ist und was sich einfach durch Bitcoin ergeben hat in meinem Leben. Und ich bin so dankbar einfach für nicht mal jetzt irgendwie was mit Bitcoin Investment, sondern einfach nur um dieses Umfeld mit den Leuten. Einfach, die sind alle so herzlich und jeder versucht einen irgendwie zu pushen und zu helfen und halt auch irgendwie, keine Ahnung, einfach diese Menschlichkeit. Es ist einfach so krass. Also wirklich kein Scheiß. Also ich habe das noch nie erlebt in meinem Leben, dass ich mich so gut aufgehoben gefühlt habe bei irgendwelchen Leuten. Junge, ich kann den Philipp überhaupt gar nicht. Junge, wir kennen uns seit heute. Wir haben jetzt nur viel Kontakt gehabt wegen dem Projekt sozusagen. Und es hat sich einfach nur ergeben dafür, dass ich auf Twitter einfach mal eine Frage reingestellt habe, wer sich damit auskennt. Und jetzt bin ich hier in Hannover und fahre einfach ohne irgendwas zu wissen, ob das gut klappt und so, einfach hierher. Und einfach so krass, dass er mir das auch ermöglicht. Und wirklich von Herzen einfach so ein großes Danke an die ganze Community, die hinter Bitcoin steckt, die 21 Community. Und ja, einfach an jeden Einzelnen da draußen und ja, einfach auch an jeden, der sich hier die Videos anschaut, vielen, vielen lieben Dank. Das ist auf jeden Fall einfach nur das Richtige im Leben, was man da machen kann, und ja, vielen Dank einfach für jeden da draußen, der mir seine wertvolle Zeit mit gibt, indem er meine Videos so anschaut. Danke dir. Fuck. Wir folieren das Fenster zu, das brauchst du nicht, ne? Alter Schwede. Wir haben das Problem, dass es viel zu warm ist und so. Guckt euch das Auto an. Es ist so unreal, alles so unreal. Was der an? Ja, wa? Alter. Checkt's aus, dein Werbepartner. So, wir waren jetzt draußen und haben versucht, die Folie irgendwie ranzuziehen. Es funktioniert nämlich echt schlecht. Es ist echt ein großes Geficke, aber. Echt schwierig. Ja, genau. Das ist nicht so ganz so schlimm. Wie machen wir das hier? Weiß ich noch nicht, mal gucken. Schauen wir mal. Das schneiden wir hier einfach dann so aus. Ja, habe ich auch überlegt. Ja. Man muss ein bisschen smarter sein, ne? Ja. Das sind ja Bitcoiner. Genau. Mike, wann bist du Bitcoiner? Oder reicht dir das jetzt genug mit Bitcoin für heute? Wenn Geld gar nichts mehr wert ist, dann gehe ich einfach in den Wald. In den Wald? Ja, gut, kannst du ja dich hier. Okay. Hier, guck mal, das ist Mike. Guck mal, das ist einfach echt Mike. Das ist Mike. Das ist echt du. Die Pizza vorbeigegangen. Nee, passt nicht ganz. Aber hier AirPods Pro. Steht das auch drauf, AirPods Pro? Nee, das erkennt man. Wie ist die Stimmung, Philipp? Ach so. Beschissen. Mut ist geil. Ja, 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 wann kommen die Stripperinnen? Aber hier, das Bitcoin-B leuchtet orange, das ist das Wichtigste. Ein Gott gibt's noch. Aber es sieht schon krass aus. Mike, wie ist die Stimmung? Scheiße. Richtig scheiße. Erklär mal, was falsch gemacht hat. Ja, nee, Spaß. Die Stimmung ist hier noch top. Was kostet so ein HP-Drucker? Was kostet der? Dox es mal. Ich kann dir nicht sagen. Weil der sieht sehr teuer aus. Und ich dachte, HP ist so billig scheiß. Ist es auch. Das ist der letzte Plunder. Letzte Plunder. Was macht der da jetzt? Das landet alles im Internet hier. Ja.
unglaublich. Gerd, es landet alles im Internet. Total unglaublich. Wir dürfen gerne alle wissen, dass sie niemals diesen Job lernen dürfen. Also, willst du was sagen zu dem Job noch, Mike? Nee. Willst du nicht die Werbetrommel anrühren, dass du es irgendwann mal nicht mehr machen musst? Ja, aber wer soll denn dann die Rente bezahlen? Können ja nicht alle Bitcoin-Millionäre sein. Spaß, Milliardäre. Ach so, da film ich einfach drauf, ohne zu fragen. Ah. Naja, wir haben... Seit wann arbeiten wir? Jetzt ist 22 Uhr. Oder seit wann arbeitet ihr, Mike? Oder wie, seit wann arbeitest du, Mike? Heute seit 8 Uhr erst. 8 Uhr, ja, ich hoffe, die Überstunden werden auch gut bezahlt. Die Überstunden werden extra bezahlt. Ich dachte gar nicht. Natürlich. Die werden extra bezahlt. Ja, jetzt geht es ja auch in Samstag rein. Genau, Samstag. Boah, du kriegst richtig Zuschläge. Scheiße, Mann, ich werde richtig arm. Ich gehe jetzt, glaube ich, wieder ins Schwabenländle, das ist günstiger. Nee, Spaß, aber hier kostet der Sprit 20 Cent weniger. Es lohnt sich immer, hier hochzukommen. Der Sprit kostet hier 20 Cent weniger. Es lohnt sich immer, hier hochzukommen. Hey, das ist ja nix. Das waren ja nur 500 Kilometer. Oder 600. Ach ja, man muss ja auch ein bisschen an die Umwelt denken. Aber findest du das Motiv schön? Das ist sehr schön. Das beruhigt auch. Weil Mike so Bitcoin-Fan. Oh ja, der größte, glaube ich. Du bist einfach der größte Fan von dem Typen da drauf. Ja. Willst du eigentlich nachher noch eine Unterschrift auf deine Brüste von mir? Natürlich. Ich glaube, du bist nicht die Einzige, die das heute noch bekommt. Echt? Willst du mir auch noch eine Unterschrift auf die Brüste? Dann sind wir schon zu dritt. Wir werden heute drei verteilt. Ach so. Okay. Was macht der jetzt hier? Jetzt einmal einen Testdruck hier. Einmal einen Testdruck. Nee, hier wird wirklich alles für einen gemacht. Also wirklich bester Laden. Ich kann es euch nur empfehlen. Falls ihr euren Lambo mal folieren wollt, kommt hierher. Wir hasseln. Also hier wird durchgehasselt bis in die späte Nacht. Scheiße, ist das krank. Es ist so unrealistisch. Aber es wäre auch witzig gewesen. Hier ein Design, haben wir vorhin gesprochen. Miami hier. Und dann einfach ein Lambo Aventador drauf. Ich trinke jetzt. Teste mal Thomas Henry. Spicy Ginger. Kaffee könnte ich mal. Kaffee gibt's nicht, das ist ungesund. Ich tanke und hol nochmal Energy Drink. Der wollte vorhin einfach zu tanken. Jetzt test es mal. Das macht dich auch wach. Ja, das ist mega widerlich. Schmeckt wie Pisse riecht, ne? Schmeckt wie Oma unter der Achsel. Ich muss jetzt hier einfach hier die Verpflegung kaufen für die Jungs. Die haben kein Geld mehr, die haben alles für mich rausgeworfen. Jetzt muss ich hier bezahlen. Hier, mein Kopf ist einfach hohl und leer. Da ist einfach nichts drin. Was wollen wir machen? Deutschland sucht die schlechteste Folie der Welt. Und ihr habt gewonnen. Mhm. Aber Spaß hier, dein Werbepartner. Das ist euer Mann. Wir haben auf jeden Fall Spaß. Hier läuft die Farbe. Digga, wie geil das einfach ist. Ich liebe die Leute einfach. Es ist so geisteskrank. Was die hier an Leidenschaft reinstecken für mich, wirklich. Einfach nur riesengroße Liebe an die alle. Warum ist das so eine Pisse, die Folie, Mike? Das ist schon echt die teuerste, die es gibt. Echt erbärmlich. Das ist das teuerste, was es gibt. Einer geht noch, komm, einer geht noch. Scheiß Bitcoin, ich hasse Bitcoin, ich hasse alles. Macht mir die Folierung richtig. Ich kaufe jetzt hier einfach mal kurz ran. So, nicht zu leise, sonst. So, jetzt die zwei. Ja, die einmal die Dings komplett voll. Ich versuche hier dann hier ranzuziehen. Hände hoch.
Katastrophe. Kannst du das gut schon? Ja, warte hier nochmal. So, jetzt müsste er eigentlich grandios sein. Mein Auto ist zu groß, habe ich das Gefühl. Ja, aber die Bitcoin-Logos kannst du ja wenigstens anmachen und genießen, weißt du? Ja, toll. Dann hast du halt 1000 Stück. Sieht doch geil aus. Dann wäre eine ganze Garage voll mit Bitcoin-Logos. Ja. Ich würde es feiern. Bei mir wird immer gepfuscht. Aber das ist der Van schon gewohnt. Ja, also ich wollte es gerade sagen. Also hier ist keine Verschlimmerung. Ja, das gehört so. Sonst hätte er sich gar nicht wohlgefühlt, gell? Ich bin auch gar nicht sicher, ob der Van ohne die Folie überhaupt noch länger durchgehalten hätte. Aber immer ein schönes Lied, ey. Da werde ich gleich romantisch, weißt du, Philipp? Alter, wir haben jetzt einfach 23.20 Uhr. Ich bin so müde schon. Ich habe ja nicht mal was gemacht. Philipp, wie ist die Stimmung bei dir? Sehr gut, ausgezeichnet. Also bei mir ist die Stimmung auch gut, aber ich habe schon gerade gesagt, ich schläge mich einfach ins Bett schlafen und morgen wache ich auf und dann ist hoffentlich fertig. Aber nee, ist krass, ey. Immer noch nicht ganz so realisiert. Und meine Haare sind heute auch so wild. Draußen habe ich auch noch nicht realisiert, gell? Gehen wir morgen zum Friseur, oder? Oder willst du mir die Haare schneiden, Fiddle? Ich schneide dir die Haare. Echt? Na klar. Können wir machen. Ah, Spaß, weiß nicht. Mit dem Rasierapparat, wer kann probieren? Ja, oder mit der Folie, die so gut klebt. Ja, epilier mal meine Barthaare. Ey, zeigt Philipp seinen guten Arsch, aber hier diese grüne Farbe, weil das ist schwarz, es sieht schon so krass aus. Jeder denkt, es ist einfach so, aus dem Winkel denkt man, das ist einfach, keine Ahnung, ein Panzer oder so. Und dann kommt hier einfach dieses Design, Alter. Mashallah. Und Mike macht den besten Job seines Lebens. Weil es so eine Drecksfolie ist, das habe ich jetzt auch schon verstanden. Normalerweise ist es nicht so schwierig. Boah, das ist so ein Scheiß einfach. Das ist richtig POW. Drecksfolie. Kann das jetzt mal fertig werden? Ich kann nicht mehr. Du kannst es nicht mehr. Ich will doch nur für YouTube machen. Für YouTube. Für meine drei Fans.